Kommt Lukas Hammer? Jetzt? Was? Ah, Entschuldigung. Danke. Der Abgeordnete Zaretz beginnt. Los geht's. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Vizekanzler, schönen guten Morgen alle miteinander. Geschätzte Damen und Herren, der österreichische Sport steht mit der Bewältigung der Corona-Pandemie vor immensen Herausforderungen. Und wir befinden uns seit Monaten in einem Spannungsfeld zwischen einer verantwortungsvollen Gesundheitsprävention und natürlich auf der anderen Seite dem verständlichen Wunsch der Sportlerinnen und Sportler nach vielseitiger Bewegung. Am 15. März haben wir etwas geschafft, Herr Sportminister, nämlich ein erster Schritt, dass im Nachwuchsbereich der Sport Outdoor wieder möglich ist, natürlich mit Präventionskonzepten. Und ich weiß, dass Sie gemeinsam auch mit den Verbänden und mit den Sportverantwortlichen daran arbeiten, dass wir weitere Schritte setzen. Und ich denke, dass die Präventionskonzepte der Verbände und der Vereine sicherlich hier als gute Grundlage auch dienen. Wir wissen, dass 580.000 Menschen sich ehrenamtlich im Sport engagieren und die haben sehr, sehr viel Kreativität und auch Energie bewiesen und haben sich in dieser schwierigen Zeit nicht unterkriegen lassen. Wir wissen aber auch, dass wir weitere Maßnahmen setzen müssen und meine Frage daher, welche Schritte konnten bereits zur Umsetzung des vom Nationalrat am 11. Dezember 2020 einstimmig beschlossenen Entschließungsantrages betreffend Comeback Stronger Maßnahmenprogramm für den österreichischen Sport nach der Covid-19-Krise gesetzt werden? Ja, sehr geehrter Abgeordneter, der Nationalrat hat mit diesem Entschließungsantrag mit Sicherheit Weitblick bewiesen für die Phase, die ja jetzt unmittelbar bevorsteht. Bei den Kindern und Jugendlichen sind wir ja schon eingestiegen in die Öffnungsschritte trotz schwieriger Situation, dass wir in wenigen Wochen, wenn sich dann der Nebel lichtet, hier mit einem tatsächlichen Comeback-Konzept für den österreichischen Sport aufwarten können. So ist das ja gedacht. Das wird viele Elemente beinhalten. Tatsächlich ist intensiv gearbeitet worden im Auftrag des Nationalrats, wenn Sie so wollen, mit dem organisierten Sport. Wir haben ja zwei ganz große Arbeitsgruppen sofort auf den Weg gebracht, die sich hier mit diesem Restart beschäftigen, aber auch mit finanziellen Fragen der Verbesserung des Sports, wenn es dann gleich wieder was wird, mit einer Reihe von Vorschlägen. Daraus sind jetzt noch einmal fünf Arbeitsgruppen herausgenommen worden, die hier im Bereich der Medienkampagnen, Sport, Schule, Sport, Ehrenamt und in etlichen weiteren Bereichen hier arbeiten. Ich bedanke mich auch für die gute Zusammenarbeit bei den entsprechenden Verbänden. Aber es wurden auch schon eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. Kinder gesund bewegen, massiv aufgestockt, bewegt im Park. Die Insider kennen das alles. Auch die Konzepte, wo wir jetzt in die Bewegungsprogramme kommen wollen und also noch ein breiteres Angebot machen, wie mit dem Jackpot-Fit-Programm. Die ganzen Fonds, die eine Rolle spielen, MPO, Sportligenfonds, sie wurden jetzt bis Juni verlängert. Alles Anliegen des organisierten Sports, ebenso die steuerlichen Begünstigungen, die es hier gibt für die pauschalen Entschädigungen und das aktuell in Umsetzung befindliche Projekt ist ja der Sportcheck, wo wir genau in dieser Comeback-Philosophie hier mit fast 10 Millionen eine Mitgliederrückholungsaktion bzw. eine Neuwerbung von Mitgliedern unterstützen wollen. Zusatzfrage? Herzlichen Dank, Herr Minister, für die ausführliche Beantwortung auch. Es ist eine Idee geboren worden, Ihrerseits vom Ministerium gemeinsam mit der Sport Austria, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, analog zum Tag der Museen bzw. lange Nacht der Museen, einen Tag der Sportvereine auch einzuführen mit 15.000 Vereinen, irgendwann Anfang des Schulbeginnes. Und an diesen Tagen könnten sich die Vereine bzw. auch die Verbände vor allem den Kindern und Jugendlichen den Sport und die Sportarten näher bringen. Meine Frage dazu, wird die Idee des österreichischen Sports nach einem österreichweiten Tag des Sports zur Umsetzung kommen? Ja, wir gehen davon aus, auch das ist eines dieser Schwerpunktprogramme. Nur zur stichwortartigen Erläuterung, dass sich alle da was vorstellen können. Das würde ein Tag sein in ganz Österreich, vermutlich ein Freitag oder so, wo wir vormittags in allen Schulen entsprechende Programme animieren und auflegen. Am Nachmittag dann über die vielen
Sie haben sie genannt, 15.000 Vereine, die sich auch selber präsentieren können, wo die Leute auch zusammenkommen können und wo ein entsprechendes, wenn man so will, Wir-Gefühl oder Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht in den Regionen, in den Städten, weil natürlich in Österreich vieles von dem, was passiert, heute auch über Ehrenamt, wir werden das heute sicher noch öfter diskutieren, und über Vereinsorganisation läuft und auf diese Art und Weise die Bedeutung einerseits von Sport, aber andererseits von Bewegung überhaupt, gerade während und dann hoffentlich schon nach der Pandemie hier eine Rolle spielen soll.